Ja, guten Tag allerseits. Wir hatten gestern eine Wahl in Hamburg und das hat dazu geführt, dass wir uns alle sehr, sehr freuen, dass wir so ein tolles Ergebnis bekommen haben. Das hat unsere Zielvorstellung weit übertroffen. Ich glaube, vier Dinge haben dazu geführt. Es gibt auch Dinge, die sich einfach ganz schlicht unterscheiden. Das erste ist, wir haben in Hamburg von vornherein klipp und klar gesagt, wir wollen in die Opposition. Und die anderen Parteien haben uns immer vorgeworfen, wir wollten ja keine Verantwortung übernehmen, weil wir nur in die Opposition wollten. Wir haben das ganz bewusst dargelegt. Es gibt dafür auch Gründe. Es ist nicht so, dass die Linke in Hamburg generell nur für Opposition zur Verfügung steht. Aber wir haben es in Hamburg mit einer SPD zu tun, die eine Politik verfolgt. Man kann sagen, die ist teilweise rechts von der CDU. Die haben auch dieses Schildtrauma, dass sie eben gerade was innere Sicherheit anbetrifft, dort mal eine Wahl verloren haben. Ich will nur mal ein Beispiel sagen. Das Erste, was Bodo Ramelow in der Regierung Rot-Rot-Grün in Thüringen gemacht hat, er hat ein Abschiebeverbot im Winter mit seiner Regierung erlassen. Und in Hamburg hatten wir die Situation, dass im November und Dezember letzten Jahres, dass wir dort erleben mussten, dass ganz viele Roma-Familien abgeschoben wurden mit Kindern, die in Hamburg geboren sind und wo die Eltern teilweise schon 20 Jahre in Hamburg wohnten. Wir konnten nichts dagegen tun. Das zeigt ganz deutlich, welche Politik die SPD vertritt. Das kann man auch auf andere Gebiete noch ausdehnen. Und aus dem Grunde haben wir gesagt, aus inhaltlichen Gründen werden wir nicht mit dieser SPD koalieren können, weil wir nirgendwo den Ansatz sehen, dass sie ihre Politik ändern. Das Zweite ist, wir sind die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Das haben uns auch die Wähler bescheinigt. Es gibt ja mehrere Umfragen, die eben auch diese Kompetenzen der einzelnen Parteien noch mal dokumentieren. Und da haben uns die Wähler in Hamburg oder die Hamburger und Hamburger bescheinigt, dass wir, was die soziale Gerechtigkeit anbetrifft, die höchste Kompetenz haben. Und bei der SPD ist da kaum noch Kompetenz vorhanden. Das haben wir halt auch in der Politik gemerkt. Und wir sind natürlich ausgehend von der WASG, ich komme aus der WASG, haben wir natürlich immer das Thema soziale Gerechtigkeit in den Vordergrund gestellt. Und wir haben halt einen Bürgermeister, der erstens in seinen Regierungserklärungen das Wort Arm und Armut überhaupt nicht erwähnt. Und jeder, der nach Hamburg kommt, merkt in der ersten halben Stunde, dass wir eine sozial tief gespaltene Stadt sind. Wir haben jede Menge Menschen, die in Mülleimern nach Pfandflaschen suchen und wir haben jedes vierte Kind lebt in Armut. Und Hamburg ist zurzeit bereits die Hauptstadt der Altersarmut. Und Olaf Scholz ist der Architekt der Agenda 2010. Und von daher haben wir gesagt, werden wir ihn erstens nicht zum Bürgermeister wählen können und zweitens schon gar nicht mit ihm koalieren. Das ist für uns ein No-Go. Deswegen sind wir erhobenen Hauptes in die Opposition gegangen und wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass gerade weil wir gesagt haben, wir gehen wieder in die Opposition, wir trotzdem als einzige von den fünf Parteien, die jetzt in der Bürgerschaft waren, als einzige zugewonnen haben in diesem Ausmaß, nämlich 2,1%. Das ist für uns natürlich nochmal ein besonderer Auftrag für die nächsten 5 Jahre. Und ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass es gerade in Hamburg mit so einer starken SPD, die doch sehr rechts ausgerichtet ist, dass wir dort eine Partei haben, links von der SPD, die die Themen soziale Gerechtigkeit, Steuergerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit in den Vordergrund stellt, weil alle die Menschen, die in dieser Stadt Unterstützung brauchen und Hilfe brauchen, die werden von der SPD überhaupt nicht wahrgenommen und von daher sind wir eben im ganz besonderen Maße wichtig. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass es uns erstmalig gelungen ist, bei einer Wahl nicht Stimmen an die Nichtwähler abzugeben, sondern wir haben Stimmen aus dem Nichtwählerlager rekrutieren können. Das heißt, wir haben ganz bewusst einen aufsuchenden Wahlkampf gemacht, nicht nur ich allein, sondern viele unserer Kandidaten sind zu den Menschen gegangen, hauptsächlich in den Hochhäusern und haben versucht, an der Wohnungstür deutlich zu machen, dass es wichtig ist, wählen zu gehen. Das scheint im begrenzten Maße geglückt zu sein. Das finden wir natürlich sehr, sehr schön. Wir haben auch von der SPD 4.000 Stimmen gewonnen. Wir haben auch von den Grünen 4.000 Stimmen gewonnen. Insofern ist das eigentlich etwas, was genau auch unseren Wahlkampf trifft. Wir haben als einzige Partei
auch an den inhaltlichen Wahlkampf geführt. Wir haben ganz deutlich gemacht, dass wir für sozialen Wohnungsbau sind, dass wir gegen Altersarmut kämpfen wollen, dass wir gegen die Waffenexporte im Hamburger Hafen kämpfen wollen. Wir hatten Sloganplakate. Wenn man durch die Stadt fuhr, sah man nur noch Gesichter. Man konnte kaum noch unterscheiden, welches Gesicht gehört eigentlich zu wem. Insofern war das schon ganz wichtig, dass wir die Inhalte nach vorne gestellt haben. Wir bedauern natürlich sehr, dass sowohl die FDP als auch die AfD wieder ins Parlament gekommen ist. Das wird sich nun zeigen, wie man damit umgeht. Wir sagen ganz klar, es gibt keine Koalition in der Opposition. Wir werden das tun, wozu wir den Auftrag uns vom Wähler geholt haben. Wir werden dafür sorgen, dass die Regierung, egal ob das Rot-Grün ist oder eine große Koalition oder was auch immer, wir werden diese Regierung kontrollieren. Wir werden Regierungshandeln versuchen, transparent zu machen. Und wir werden Alternativen vorschlagen. Und die Alternativen werden dahin gehen, dass die Breite der Bevölkerung eine bessere Lebenssituation in der Hansestadt bekommt. Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Tag nach der Wahl geht es uns immer noch gut, nicht nur gestern bei der Feier. Ich darf auch sagen, dass wir in St. Pauli stärkste Partei geworden sind und im Parteivorstand schon der Antrag kam, etwas scherzhaft, ob wir nicht Mitgliedschaft bei St. Pauli beantragen als Linke. Aber es heißt, wir können auch im Westen stärkste Partei. Alles deutet darauf hin, dass wir es schaffen, als Linke in den Großstädten, insbesondere in den Großstädten, ein stabiles linkes Wählermilieu zu bekommen. Und wir durchaus in der Lage sind, dazuzulegen. Das stimmt uns außerordentlich optimistisch. Wir teilen die Auffassung, dass wir deswegen stark geworden sind in Hamburg oder noch stärker geworden sind, weil wir einen sehr inhaltlichen Wahlkampf gemacht haben, der sich von den anderen Parteien grundlegend unterschieden hat. Also wir haben nicht diesen Wohlfühlwahlkampf gemacht, wie die etablierten Parteien in Hamburg, sondern den Finger auf die Wunde gelegt, insbesondere bei den sozialen Fragen. Das wurde ja schon angesprochen, prekäre Arbeit, Armut, Kinderarmut, Wohnungsnot, Gentrifizierung. Das sind unsere Kernpunkte und alle vorläufigen Analysen zeigen ja auch, dass die Wähler gesagt haben, unsere Kompetenz bei der sozialen Gerechtigkeit ist gewachsen und dazu bei der Frage der Bildung und der Frage der Wohnungsnot. Das sind auch die Themen, die wir im Übrigen in den nächsten Monaten besetzen, unter anderem bei unserer Kampagne, um das auch bundespolitisch auszubauen. Was uns sehr freut, ist, dass wir bei den Erstwählern über unserem Wahlergebnis abgeschnitten haben, also 12% bei den 16- bis 17-Jährigen. Darin liegt ja die Zukunft, ohne dass ich einen Seitenhieb aus die SPD machen will. Die hat eine Mehrheit der Wähler bei den Rentnern. Sicher auch nicht unwichtig, aber ich finde für eine zukünftige, also für die Zukunftsaussichten doch ganz wichtig, dass wir bei den Jugendlichen gepunktet haben, dass wir bei den Arbeitern zugelegt haben. Ein wichtiger Punkt für eine linke Partei, die explizit lohnabhängigen Interessen vertritt in dieser Gesellschaft und dass wir bei den Menschen in sozialen Brennpunkten mindestens stabil sind, im Großen und Ganzen zweitstärkste Partei in diesem Bereich. Ein besonderes Anliegen von uns, weil wir der Auffassung sind, dass wir die einzige Partei sind, die sich wirklich um diese Menschen kümmert und um die Interessen der Menschen kümmert im politischen Raum. Das scheint mir auch besonders wichtig zu sein, weil alle Versuche, das Problem der Wahlbeteiligung technisch zu lösen, werden scheitern, sondern die Frage der Wahlbeteiligung ist insbesondere eine Frage der sozialen Zusammensetzung und der sozialen Polarisierung. Menschen, die sozial ausgegrenzt werden, gehen weniger wählen, weil sie von den etablierten Parteien nichts mehr erwarten. Und deshalb ist es eine ganz wichtige, auch demokratische Aufgabe der Linken, dafür zu sorgen, dass diese Menschen eine parlamentarische Vertretung haben und nicht in die politische Resignation getrieben werden.
Auch das wird für uns ein ganz wichtiges Thema in den nächsten Monaten sein. Insgesamt also sehr positive Stimmung bei uns, auch im Parteivorstand. Wir können, glaube ich, bei den weiteren Wahlen darauf aufbauen. Die Botschaft ist, die Linke ist auch im Westen da und wird stärker. Ja, gestern war ein schöner Abend für die Linke und auch am Morgen danach ist die Freude bei uns noch groß. Die besonders positiven Aspekte des gestrigen Wahlergebnisses wurden teilweise schon genannt. Wir haben prozentual am meisten von allen Parteien im demokratischen Spektrum zugelegt, haben auch absolut an Stimmen gewonnen und haben eben auch wirklich Nichtwähler erreichen können und damit auch einen Beitrag zur Politisierung leisten können. Nun ist gestern immer wieder die Frage gestellt worden, welche Auswirkungen hat die klare politische Aussage der Hamburger Linken möglicherweise auf 2017? Das halte ich alles für sehr spekulativ. Aber wenn es eine Wahl gibt, auf die das gestrige Wahlergebnis Auswirkungen hat, dann ist das die Wahl am 10. Mai in Bremen, weil ich glaube, dieses gute Abschneiden gestern in Hamburg ist ein guter Rückenwind für die Linke in Bremen. Die Wahlbeteiligung ist leicht, also 1% circa zurückgegangen im Vergleich zu den letzten Wahlen. Wenn man sich den Wahlkampf, also es gab ja dann auch Erklärungsversuche, das auf das komplizierte Wahlrecht in Hamburg zu schieben. Ich finde, so einfach kann man sich das nicht machen, wenn es eher, sag ich mal, einfache Erklärungsmuster gibt, neben den sozialen Dimensionen, die Bernd Rixinger schon angesprochen hat, dann liegt das auch daran, dass dieser Wahlkampf vor allen Dingen durch Inhaltslehre bestochen hat. Also dieser Wahlkampf, wie er von anderen Parteien praktiziert worden ist. Es gab eine Ausnahme im demokratischen Spektrum, das war die Linke, die hat mit ihren Plakaten an Alltagsproblemen angeknüpft und aber auch große linke Themen damit verbunden, wie die Frage nach bezahlbaren Wohnungen, aber auch Fragen wie in einer friedlichen Weltordnung verknüpft mit der Frage, was passiert eigentlich am Hamburger Hafen, und deswegen ist Forderung stark gemacht, keine Rüstungsexporte über den Hamburger Hafen, und insofern können wir mit Fug und Recht sagen, dass wir da auch einen Beitrag gegen Passivierung und für eine Demokratisierung geleistet haben.